Willkommen zurück, Mafia 3. Und ich habe jetzt Vito schon fast auf meiner Seite. Ich muss allerdings, surprise, surprise, um den Bezirk hier zu erobern und ihm diesen Neffen von dem Obermafia-Boss hier zu besorgen. Zwei Unteraufträge wieder erledigen. Also das ist dann schon halt immer die Systematik, ne? Also kennt man dann sofort. Was haben wir hier? Betty versteckt deine Knete unter einer hübschen und sicheren Matratze. Vito sagt, du könntest mir helfen, meine Kohle an einen sicheren Ort zu bringen. Aber sicher, Kumpel. Jeder Freund von Vito ist auch mein Freund. Bin sofort da. So. Irgendwas, das ich für Pass dich gut drauf aufbewahren auf. soll. Bin unterwegs. Melde dich, wenn du mich brauchst. So ja witzig. Wie heißt der Marcello, ne? So, das sind jetzt hier die zwei Lieutenants von diesem ja, der selber ist ja, glaube ich, auch nur ein Lieutenant, ne? Rede mit Jock Blanchard. Jock fällt es schwer, dir zu vertrauen, aber seine Loyalität den Dockarbeitern gegenüber lässt ihm keine Wahl. Dann nehmen wir das gleich mal, wenn es eh um die Ecke ist. Kann ich hier rein? Ja. Wie du sagst, man kann sich auf dich verlassen. Vito hat gesagt, du erwartest mich. Hast dir lang genug Zeit gelassen. Ich bin Jock Blanchard. Vito behauptet, du kannst diesen Schlamassel richten und du schaffst uns Arbeit an unsere Jobs wieder. Vielleicht. Kommt drauf an, ob deine Infos was taugen. Hab früher an Vitos Mann Andy Toretto abgedrückt, um Gewerkschaftsarbeit zu kriegen. Aber jetzt lässt dieser Idiot von Greco Andy höhere Beiträge aus allen rausquetschen. Wenn du nicht zahlst, kriegst du keine Arbeitsgenehmigung. Die arme Sau muss sogar Grecos großmäulige Kumpel zum Abkassieren einsetzen. Dieser Greco scheint ein richtiger Scheißtyp zu sein. Du hast ja keine Ahnung. Obendrein muss Andy die Genehmigungen unter Verschluss halten. Wenn damit irgendwas passiert, das kann ich dir sagen, dann wird hier gar nicht mehr gearbeitet. Mal sehen, was ich aus Torettos Leuten rauskriege. Toretto hat den Laden fest im Griff, aber du solltest in der Lage sein, ein paar seiner Jungs auszuquetschen. Geldeintreiber. Torettos Geldeintreiber. Heißt nicht Toretto auch der Typ aus The Fast and the Furious, der von Vin Diesel gespielt wird? Bringe Gewerkschaftsbeiträge. Schön dafür. Wenn du in den Docks arbeiten willst, musst du dich der Gewerkschaft anschließen. Aber diese Scheiße unter Greco. Es ist, als ob er die Leute von der Arbeit abhalten will. So, und wo finde ich die jetzt? Ah, okay. Was ist das hier hinten? Gewerkschaftserpressung. Das ist wie so ein Handlanger ausschalten. Das ist unterteilt in Anhänger und deren Anführer. Nehme ich doch erstmal das hier. Was übrigens, glaube ich, ist wirklich dieser große Unterschied zwischen dem ersten Mafia und eigentlich fast allen anderen Open-World-Spielen ist. Mafia 1 war, also fühlt sich so an, als gab es die Story. Und dann wurde ein Spiel drumherum gebaut. Mit bestimmten Funktionen ja. Aber so, dass es irgendwie zu der Story ganz gut passt. Alle anderen Spiele machen eher den Eindruck, als. Na, wo ist noch einer? Als hätte man sich Mechaniken überlegt. Und dann überlegt, wie man die Story da reindrücken kann. Bin eingekesselt! Ich muss hier raus! Autsch!
Das war bestimmt mächtig unangenehm. Was hat denn der für eine Waffe dabei gehabt? Ich hab ihn entdeckt! Wir haben gar nichts, oder wie? Oh. Hey, 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 hey. Hab ihn im Visier. Durch Butter. Scheiße, drin angeschossen. Ich muss nachladen. Stärkung, oder? Scheiße, ich sitz. Ist ja ein bisschen geil, dass man das alles auch einfach abballern kann. Jetzt muss man auch schon wesentlich mehr Schaden anrichten, ne? Also schon gleich 30.000. Der Bastard hat nur Glück gehabt. Scheiße, schieß! Er geht nirgendwo mehr hin. Oh, 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 oh. Fuck, von der anderen Seite gekommen. Gar nicht so ohne. Vielleicht doch ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Oder habe ich den Bezirk schon... Aber eigentlich habe ich den doch schon gehackt. Doch verborgene Gegner schon sehen? Oder hat es nochmal mit was anderem zu tun? Ist das hier eigentlich die Kirche, durch die ich durchgerannt bin? Nee, ne? Bin ich ganz sicher. Was heißt das eigentlich? Also... Muss ich alle killen? Kann ich? Verstehe nicht, welcher Idiot seinen letzten Kampf in einen alten Vergnügungspark verlegt. Nach allem, was ich gehört habe, hat Richie nie einen Preis für besondere Hirnleistungen gewonnen. Ja, trotzdem. Was machen wir hier, Mann? Sal lässt sich mit diesem weißen Wichser ein und der verliert prompt einen ganzen Teil der Stadt. Sal ist da an etwas Großem dran. Sieht aus, als wären Richie und der alte Sammy bloß kleine Figuren gewesen. Was immer da läuft, das ist weit oberhalb unserer Gehaltsklasse. Die sollen mal weggehen. Oh, ich könnte ja mal... Komischen Geräusch muss ich nachgehen. Nun schau sich einer diesen Scheiß an. Aber als Kind konnte ich mir den ganzen Tag lang ansehen. Lässt mein Arbeiter tatsächlich wahr? Dann wollen wir mal. Ein paar von uns wollen Arbeit. Das Comics. Da ist der Klang der Hölle, Junge. Geh ihm aus dem Weg. Meine Familie lebt seit mehr als 200 Jahren hier. Ob sie es glauben oder nicht. Wenn also meine Mama hat immer gesagt, dass diese Negerscheiße von Grund auf böse ist. Geh nicht näher ran, sonst kriegst du nur einen Arsch voll Ärger. Hey, Boss, ich hab ihn! Ich hol dich! Erschieß diesen dämlichen Bastard! So, dann wollen wir mal. Ein paar von uns wollen arbeiten. Wir sind unter Beschuss! Kommt sofort her! Entweg! Wir haben einen Mann verloren! Ihn unter die Erde! Mehr muss ich gar nicht machen, oder was? Und da kommt die Verstärkung, okay? Ach so, okay. Okay, also ich muss gar nicht unbedingt da gegen die... Scheiße. Ich muss da gar nicht unbedingt gegen die kämpfen. Ich kann auch einfach... Ernsthaft? Kaputt gegangen?
Vor allem der ganze Bereich da voller Gegner. Nimmt er sich denn jetzt gleich den nächsten? Also führt er mich jetzt direkt zum nächsten? Ich glaube schon, ne? Dieses kleine Symbol da unten in der Ecke. Sieht doch sehr danach aus. Da jetzt für eine Karre? Ach, das war oben auf der Brücke. Nee, hier von da. Wolken. Ah. Was mache ich mit dem, wenn ich dem gefolgt bin? Moment, jetzt mal gucken, kann ich den jetzt nochmal irgendwo wüsste, wo die Tutorials sind? Ist das im Journal? Nee, oder? Da sind die Tutorials nicht drin. Ich folge dem jetzt einfach mal ein Stück und guck, wo der hinfährt. Verfolgen. Du kannst einige Gegner verfolgen, damit sie dich zu Sonderzielen führen. Behalte die Verfolgungsanzeige im Auge. Fährst du zu dicht auf oder lenkst du ihre Aufmerksamkeit auf dein Fahrzeug, füllt sich diese Anzeige und dein Ziel wird fliehen. Was ist denn die Verfolgungsanzeige? Soll aber nicht dieses rote Ding da oben sein, oder? Ach doch, das ist tatsächlich unterm Spiegel. Das ist diese Anzeige. Ah, und rote Ampel oder sowas überfahren, das mögen sie nicht. Und da wird wahrscheinlich auch die Polizei drauf reagieren. Aber ich kann dem so nahe kommen, wie ich will. Ist ja komisch. Ich darf nur nicht irgendwelche merkwürdigen Bewegungen machen. Mensch in Gefahr, ich hab doch... Bitte, ich hab doch niemanden angefahren. Okay, Gegenspur, da falle ich ihm auf. Aber das ist egal, wie nah ich ranfahre. Oh, das sieht doch gut aus. Na, wo hat er mich jetzt hingeführt? Das mal aus der Nähe an. Wieder irgendwelche Unterlagenzeugs. Verschwende von dir, Nigger. Hast du das gesehen? Das hat niemand gesehen. Die stehen alle so blöd, dass sie sich alle nicht sehen können. Ja, außer die beiden hier hinten, die... Ja, geht trotzdem. Ein Riesenbatzen Geld. Oder stand noch einer? So, Geldeintreiber zu ihrem Versteck verfolgt. Aber es ist ganz witzig, ne, dass das
dass man da doch so viele Möglichkeiten hat. Bin mal gespannt, wie sehr das später noch intensiver wird. Nee, ich will nicht den, ich will eigentlich einen, der vor der Tür stand. Dass man sich aussuchen kann, welche von diesen Aktivitäten man nimmt, um den Schaden halt hochzupushen. Klau dem hier dran. Wir brauchen die Polizei hier drüben. Ach doch, nicht die Polizei. Ich bin doch, ich gehöre doch zur Familie. Zur Familie. Ja, wir brauchen die Polizei hier unten schnell. Uns wurde ein Auto in River Rowan gestohlen gemeldet. Wenn jemand dafür zeigt, bin schon lange weg. So, dann holen wir uns jetzt hier noch das. Unterlagen. Sprengen die. Ja, die Welt ist echt, also. Die Welt macht wirklich Spaß, da durchzufahren. Juhu. Vor allem mit so einer Karre. Ich könnte den Sektor ja noch kurz schließen, dann mache ich das hier vorne einfach. Reicht das? Wie viele ein Bauteil? Das reicht nicht, oder? Ich brauche, glaube ich, mindestens 3. Probier's mal. Okay, ich brauche ein paar davon. Schauen wir mal, wie viel ich davon wirklich brauche. Hier auf dem Gelände war was. Gerade im Vorbeifahren gesehen. Das wäre halt geil, wenn man sich die Teile einfach kaufen könnte. Boah, kann ich mir die vielleicht... Ich rufe gleich mal den Dings an, den Waffenlieferanten. Oh, da drüben liegt was. Ob ich das vielleicht einfach kaufen kann, die Teile. Brauche ich die nicht einsammeln. Ich glaube, es gab die nicht zu kaufen. Aber danach war mir kurz übel. Wie auch immer. Danke. An alle Einheiten. Verfolgung beendet. Suche abbrechen. So, stellen wir den mal her. Ich wiederhole. Verfolgung beendet. Schreibe ihn wieder auf. Bin gleich da. Der ist so niedlich, der kleine Wagen. Alles, was du siehst, okay, kannst du zeig kaufen. Was du auf Lager hast. Na, dann zeig mal her. Also, Sprengstoff. Da kann ich noch gar nichts machen, ne? Nachschub und schusssichere Weste. Scheiße, nee. Das ist alles nur der Krempel. Ich hoffe, du bist zufrieden damit. Ich bin damit leider nicht zufrieden, aber ich verzeih dir, weil es ist mein Fehler. Da stand übrigens gerade eine Telefonzelle. Ich weiß noch, dass man die Telefonzellen ja Mafia 1 kann man ja einfach rüberfahren. Und dann sind es tatsächlich zerstörbare Objekte. Was für damalige Zeiten schon recht cool war eigentlich, ne? Mich irgendwo aufs Gelände? Wirklich ein Dixielandei aufgeknöpft. Was sagt man denn dazu? So, dann wollen wir mal. Ein paar von uns wollen arbeiten. Schnell. Wir sind bei Ihnen, aber weiter können wir auch nicht gehen. Hey, ich kann mich da nicht reinziehen lassen. Das ist lassen. Doch schon ich kann die ganze Woche nicht rein. Na, wie kommen wir denn da? Ist schon erledigt, Kollegen. Irgendwie habe ich durch die Sprengladung einen mitgenommen. Der scheinbar da in Brand gesetzt wurde. Was ist das denn für einer? So, einen brauchen wir noch. Nehmen wir doch. Schalten wir den aus. Tun Sie mir nichts! Demolition Man!
Horse and Derby to the death. It's the wildest show on wheels. Fun for the whole family. Mit den Eintreibern, dass man die zufällig irgendwo dann entdecken kann, ist eigentlich auch ein ganz netter kleiner Bonus noch. Ist gut. Okay, wenn ich das jetzt hier gehackt hätte, dann könnte ich hier wahrscheinlich besser aufs Gelände schauen. Okay, ich bin schon im unbefugten Bereich. Trag ein, was man dir sagt. Ich will es nochmal sagen. Wo gibt's Karten? Du was? Ah, siehst du jetzt? Ging doch ganz einfach. Weg hier. Und tschüss. Das ist halt cool in so einem Spiel, wo die Gegner halt ganz normale Figuren sind. Um sie einfach mit einem Schuss erledigen zu können. Super. So, genug Schaden angerichtet, um den Boss aus dem Versteck zu locken. Und schon geht das. Ich brauche nicht so viel Geld verdienen. So. Wow. Madame, da hatten sie jetzt aber echt mal Schwein. Willkommen auf dem Aussteigen. Riesenrad. Nur eine Fahrt pro Person. Ich wundere, dass Toretto nicht draußen auf der Straße ist und dich persönlich jagt. So wirkungsvoll, wie du die Dockarbeitergewerkschaft lahmgelegt hast. Toretto soll unten bei der Dockarbeitergewerkschaft sein. Will anscheinend wissen, wer verhindert hat, dass seine Leute Beiträge einsammeln. Glaubst du, der hat Greco gesteckt, was los war? Nee. Wie ich Andy kenne, würde er Greco sicher am liebsten unter der Erde sehen. Gleich neben dir. Aber er ist ein Schisser. Und wenn er eine Aufgabe hat, dann zieht er sie auch durch. Die Lage ist überall beschissen. Und es kommt noch schlimmer. Jock, sag den Jungs, dass es bald wieder Arbeit gibt. Das ist alles ganz einfach. Wer kein Schwein genannt werden will, sollte sich nicht in Dreck holen. So, dann schalten wir den mal aus. Geiler Turn. Ist das nicht das Gelände, auf dem ich gerade schon mal war? Klar, das ist doch. Absolut gar nichts. Jetzt kriegst du es mit mir zu tun. Wo willst du die Kugel hinhaben? Danke. Na? Headshot. Ich verschenke Headshots. Wer möchte noch einen? Komm schon. Was ist denn der? Kurz regenerieren lassen. Oh, schönes Cabrio hier vor der Tür. Shot. Ich sehe ihn! Da ist er! Ah, okay, das haben sie jetzt hier verbarrikadiert, weil es beschädigt ist. Er tötet unsere ganze verdammte Gruppe!
Hey, er ist hier drüben. Na komm, trau dich nochmal raus. Komm. Zeit zu pressen, los geht's! Noch ein Schuss, scheiße. Ja komm, was soll's, dann nehmen wir halt die. Moment, geht's hier auch runter? Geld her. Geld her. Munition. Eine Weste. Danke. Die nehme ich doch mit Kusshand. Was gibt's hier? Notiz der Union, also der Gewerkschaft. Recht auf sicheren Arbeitsplatz, Recht auf Bezahlung für Überstunden, Recht auf Interessenvertretung durch die Gewerkschaft, Recht auf Altersrente, Recht dich ins Knie zu ficken, handschriftlicher Zusatz. Wow, geil. Neugierig, wo es hier lang geht. Ist es? Das sieht sehr aus, als wäre das hier der Bereich, wo sie die Fluchtszene gedreht haben, mehr oder weniger. Also im Spiel. Das ist doch genau, sie sind doch aus so einer komischen Ecke da rausgekommen. Ist noch irgendwo einer? Nehme ich mal so eine kleine oder? Eigentlich ist die ganz gut, die ich habe. Bisschen Munition dazu. Nee. Bleib bei der Pistole. Aber ein bisschen Gesundheit wäre nicht schlecht. Da. Geht's denn hier hoch? Das ganze Geld überall. Dankeschön, nehme ich doch sehr, sehr gerne. Kommt man in den zweiten Stock? Union. Geh um ihn rum. Hier hinten noch, oder? Ja. Wer gehört ab? Weniger. Ich brauche hier deine Hilfe. Bringt mich ins gottverdammte Krankenhaus! Überraschung, Schweinebacke! Das! So, du darfst ja leben. Ihr tötet mich oder dieser jämmerliche Greco tut es. Na, weil Greco aber nicht hier ist. Ach. Dazu hätte ich das vorher erkunden müssen, ne? Die Gebiete. Okay. Vito zuweisen. Jetzt schauen wir mal kurz, was er für Verbesserungen hat. Zusätzliche Gesundheitsbalken. Sich eine Adrenalinspritze, Gegner finden, Gewinnanteil abholen. Verbesserte Ausdauer und Erholung. Die Dockarbeitergewerkschaft ist am Start. Lass deine Jungs das handeln. Du hast diese Scheiße erledigt, hä? Gut so, Kumpel. Ich schicke ein paar Jungs die Wache halten. Schnapp dir das Lagerhaus und wir haben Greco. Ist ein Kinderspiel. Also doch aufklären. Dann hätte ich mir die Informanten schnappen können.
ist auch so wenig mehr. Also klar, wer jetzt irgendwie so alles auf komplett machen will, vielleicht, aber... Heute haben wir ein ganzes Bücherregal voll mit Akten über Vito Scaletta, aber das war nicht immer so. Hoover hat bis 1957 geleugnet, dass es die Mafia überhaupt gibt. Darum gab es auch keinerlei Material über Leute wie Vito Scaletta. Inzwischen wissen wir, dass er am Zweiten Weltkrieg teilnahm und wegen Unterschlagung und Diebstahl 6 Jahre in Haft war. Es wird allgemein davon ausgegangen, dass er ein Mitglied der Falcone-Familie in Empire Bay war, obwohl er gleichzeitig verdächtigt wird, Don Carlo Falcone ermordet zu haben. Falls er es wirklich war, muss er Freunde an hoher Stelle gehabt haben, denn man ließ ihn am Leben. Er musste allerdings ins Exil und hat sich dann hier unten angesiedelt. Die Kommission überzeugte Sal Marcano, Vito ein paar Geschäftsbereiche zu überlassen. So viel zu Mafia 2. So, den Bezirk übernehmen. Du hast ein Geschäft im Bezirk ausgeschaltet. Nimm dir das andere vor, um den Lieutenant hervorzulocken und den Bezirk zu übernehmen. Eroberte und zugewiesene Bezirke schalten lohnende Gefallen und Dienste deiner Unterbosse frei. Ach, jetzt kann ich von Vito so ein... Und das kostet einen Gefallen, aha. Jetzt kann ich von Vito so ein Überfallkommando herbeirufen. Deine Entscheidung, Penner. Böse Gefallen bei Verbündeten ein. Jetzt wüsste, wie man einen Gefallen bei einem Verbündeten einlöst. Naja. Schauen wir uns aber das Ding erstmal an. Das mache ich aber erst in der nächsten Folge. Bis denn!